Während ich mit dem Rücken an der Friedhofsmauer zwischen hochgewachsenem Magekraut und Petersilie stand, trieb mir der übermächtige, mit seinen violetten Flügeln schlagende Engel den Kirchturm tiefer und tiefer in die Brust, schließlich durchs Herz, bis die Kirchturmspitze mit dem blutbeschmierten Kreuz neben meiner Wirbelsäule durch den Rücken stach, bis ich angenagelt war an die Efeu, bewachsene Friedhofsmauer, zu seinen Worten: O mein Jesus, wasche ab mit dem kostbaren Blute deines barmherzigsten Herzens alle Missetaten, die mein Herz jemals mit bösen Begierden oder durch kleinmütiges Misstrauen auf deine Barmherzigkeit begangen hat, sodass mich morgen für morgen schwarz beschmiert zwischen Magikraut und Petersilie mit den Früchten des Holunders meine Mutter auflas und wir, wenn sie unter dem großen Schutzengelbild an meinem Bett saß, gemeinsam das Morgengebet sprachen: O Gott, du hast in dieser Nacht so väterlich für mich gewacht, ich lob und preise dich dafür und dank für alles Gute dir. Einige Zeit später war ich meinem Schirmer und Tröster hinter die Schliche gekommen. Ich fuhr wieder einmal mit dem Pfarrer Franz Reintaler in Begleitung seiner Köchin, der Pfarrer Marie, wie wir sie nannten, in seinem ständig nach Benzin riechenden weißen Volkswagen die rot-weißen mit Spitzenwerk versehenen Ministrantenkleider auf meinem Schoß nach Stockenboy in seine Pfarrfiliale, ging nach dem feierlichen Gottesdienst, als der Pfarrer im schwarzen Beichtstuhl mit dem violetten Vorhang auf reumütige Sünder wartete, hinter den Hauptaltar und sah, dass die großen vergoldeten Engel hohl waren, keine Eingeweide, kein Herz und kein Hirn hatten, dass der Engel also, so dachte ich, vom Benzingeruch berauscht, als wir wieder im weißen Volkswagen des Pfarrers in mein Heimatdorf zurückfuhren, dass der hohle Engel ohne Herz und ohne Hirn gar kein Buch über meine guten und schlechten Taten und Gedanken schreiben könne. Bald danach überkam mich abends vor dem Einschlafen unter dem Schutzengelbild der Zwang, immer wieder vor mich hinzumurmeln: Jesus, du Schwein, Jesus, du Schwein, Jesus, du Schwein. Als sich im selben Atemzug Angst- und Schuldgefühle mischten und wieder der Gedanke an Selbstmord aufkam, flüsterte ich weinend und winselnd und am ganzen Körper zitternd in das Kopfpolster hinein: Jesus, du bist kein Schwein, Jesus, du bist kein Schwein, Jesus, du bist kein Schwein, bis wiederum nach der überschlafenen Nacht am nächsten Morgen die nach gekochten Erdäpfeln riechende Mutter von der Stallarbeit ins Kinderzimmer kommend das getrocknete Magikraut und die Petersilie zu Füßen meines Bettes wegräumte und hinter dem Rücken der sich zu Boden beugenden Mutter bereits wieder als undurchdringliches Gespenst und als Schatten in der zerbrochenen Milchglasscheibe meiner kindlichen Seele der Engel stand, mit dem Widerhall seiner Worte aus der vergangenen Nacht, die dann in lautlosen Intervallen bis zum nächsten Finsterwerden zu hören waren. Wie schaut es aus in Ihrer Kunst auch mit dieser Erotik, mit der Dimension des Orgiastischen, der Ekstase? Ich habe immer wieder in meinen frühen Schriften und überhaupt in meinem, würde ich sagen, theatralischen Denken und Handeln und Verwirklichen, habe ich eine Einsicht gewonnen. Und noch einmal, also wenn ich jetzt da von Dionysos rede, das ist für mich kein Mythos, der geglaubt werden will oder muss, Phänomen des Dionysischen ist mehr oder weniger psychologisch erklärbar. Und jetzt habe ich immer das so gesehen, da ist, was ich, also sagen wir, die dionysische Weltauffassung
und die sogenannte lebensbejahende Auffassung, die kennt die Orgie. Und das Negativ der Orgie wäre die Passion. Also wie es früher war mit Negativen und dann mit den Kopien. Und wenn Sie sich das Leiden Christi anschauen, das ist eine umgekehrte Passion. Da ist also, was ich, das ist die Geißelung und die Verhöhnung und Schmähung bis zum Tod am Kreuz. Bei Dionysos ist es anders, ich sage aber nicht, dass es jetzt Beste ist, um Gottes Willen. Da wird quasi ein Ziegenbock oder ein junges Rind wird symbolisch zerrissen, ähnlich wie vielleicht bei der Messhandlung, das aber ganz sublim ist und vergeistigt ist. Und nächstes Jahr ist dann wieder die Auferstehung des Dionysos. Und mich hat diese Symmetrie unglaublich fasziniert. Wie weit sich das Ganze eigentlich symmetrisch ereignet. Und dann kommt das böse Wort, dass man dann sagt, naja, man könnte das aber auch so sehen, dass eben die Passion ist die verdrängte Orgie. Das jetzt sagt einer, der dem Christentum sehr zugetan ist, aber kein praktizierender Christ ist. Und ich habe ja schon oft immer wieder mit Geistlichen diskutiert oder noch mehr habe ich ihre Äußerungen gelesen. Es wird immer wieder versucht, das Christentum in die Lebensbejahung hineinzustoßen. Und aber jetzt auch mich bitte nicht falsch verstehen. Ich bin schon sehr geprägt durch Nietzsche geworden. Und da ist nicht diese starke Trennung zwischen Immanenz und Transzendenz. Hier ist ein großer Kosmos angepeilt und die Metaphysik ist die Bewegung der Schöpfung. Und das steht halt mir schon sehr nahe, diese unbedingte Lebensbejahung. Sie werden jetzt kommen und werden mir aufzählen, wie viel lebensbejahende Momente es im Christentum gibt. Das kenne ich alles und stimme ich Ihnen im Vorhinein schon bei. Aber plaudere ich aus von meiner Religion und ich glaube an eine Schöpfung, die sich zyklisch ereignet, immer wieder in aller Ewigkeit wiederholt. Dass alles immer wiederkehrt, vielleicht im Idealfall immer besser und noch besser und noch besser. Aber den katholischen Himmel und diese ganzen großen Glücksgefühle, die man sich da verheißt, die möchte ich gerne hier und jetzt und immer wieder hier und jetzt erleben. Aber es ist keine Provokation Ihrem Glauben und Ihrer Auffassung gegenüber. Es ist nur der Versuch, eine andere Auffassung, die natürlich meiner Arbeit sehr zugrunde liegt, darzulegen.